Willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ich habe mich ganz bewusst hierhin begeben, denn es ist, denke ich, relativ doch offensichtlich, was wir jetzt machen müssen. Und zwar, wir müssen den Lollipop mit dem Honig verbinden. Gute Idee. So sieht der Lolli schon viel schmackhafter aus. Ich würde sagen, der sieht nicht lecker aus, aber soll nicht mein Problem sein. Meh, ich hab vielleicht Hunger. Was riecht da so gut? Oh, ein Honiglolli. Okay, ich sag dir was. Du gibst mir den Lolli und darfst durch. Ausnahmsweise. Lecker ungesund. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Lolli durch den Honig sogar gesünder geworden ist. Kann gar nicht sein. Gesunde Sachen schmecken nicht. Seit wann sind so komische Wiesel wie du Gesundheitsexperten? Hier scheinen Tiere doch zu allem fähig zu sein. Da würde mich ein Wiesel, das Gesundheitsexperte ist, auch nicht wundern. The fuck? Warum war da ein Typ mit einem Mops? Ich denke, das nehmen wir aktuell einfach mal so ganz kurz hin und gehen weiter. Was war das? Oh nein, da wird jemand von einer Krähe angegriffen. Das ist doch Ursula. Wie hat die es hier hingeschafft? Oh mein Gott, das Ding wird jetzt für die nächsten 6 Stunden nicht die Fresse halten. Das macht sie bestimmt nur noch wilder. Du sollst ja auch verscheuchen, du Ding-Dong. Vor der Überflutung gab es hier bestimmt mehr zu tun für die Post. Ich weiß hier eh nicht, was hier los ist. Das soll angeblich schnell dahin fließender Bach sein. Dann ist hier am Schneien. Das Postrad ist auch ziemlich fertig. Das Vieh hält nicht die Fresse. Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Da wird keine harte Hake gebraucht. Da wird keine harte... Ja, ist ja gut. Hake weg. Das bringt nichts. Gut, dass du es ohne Probieren schon weißt. Ein Stock bringt hier nichts. Also irgendwas Langes, um es irgendwie zu ziehen, ist nicht erlaubt. Alles klar. Geflutetes Gebiet, Stiefelweg. Hier komme ich nicht durch. Da ist eine ganz tiefe Pfütze auf dem Weg. Von mir aus. Auf dem Schild steht, Fahrt in den Sumpf. Vorsicht, Mücken. Und gigantische Krähen für uns zumindest. Ist der aber riesig. Der riecht ganz schön... ledrig. Wer den wohl verloren hat? Du stellst die richtig harten Fragen hier. Die Werbung kannst du hier von eh nicht aussehen. So, ich will mal gerne wissen, könnte ich einfach weitergehen? Ich kann jetzt nicht einfach weglaufen. Ich muss Ursula helfen. Kann ich auch überhaupt nicht weglaufen? Ich kann jetzt nicht... Okay. Ich muss... Also alles, was wir brauchen, ist hier. Ja, und wir dürfen uns weiterhin dieses Rumgequieke anhören. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswald Radio. Die Stimme von Mauswald gibt nicht auf. Gezeichnet Ludwig Gräber. PS. Okay, jetzt ist auch noch der Sumpfweg überflutet. Ich mach Sendepause, bis der Weg wieder frei ist. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Kräne hier unangenehme Zeitgenossen sind. Ach Quatsch.
kommst du denn darauf? Das ist die Notiz des Dings. Das Gebäude ist eingestürzt. Das sieht aus, als hätte jemand die Decke und Wände einfach auseinandergehackt. Gruselig. Wer könnte das wohl gewesen sein? Oh Mann, die meint es ernst. Ich sollte ihr nicht zu nahe kommen, aber ich muss Ursula helfen. Bleib, wo du bist, so kommt die Krähe nicht an dich ran. Irgendwas muss ich doch tun können, aber ich bin zu weit weg. Du stehst genau unter dem Vieh. Die Radioantenne, wieso kannst du nicht dich da hochklettern, dann irgendwie daran am Funk, die ist so instabil, irgendwas, bla bla. Können wir hier weiter? Ja, können wir tatsächlich. Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Okay. Ist das für uns aktuell auch nur ansatzweise relevant? I don't know. Das Vorderrad ist festgefroren. Das hätte ich dir auch sagen können. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht hat jemand das hier hinterlassen, weil es in der Nähe ein Baumportal gibt. Selbst dann. Wen interessiert das aktuell? Aktuell ist es nicht... Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur 2 Laubtaler. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas Kleingedrucktes. Der Kauf und oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Clever. Lass mich raten, wir kommen da nicht ran, weil wir ja kein Geld haben. Und auch nicht manns genug sind, irgendwie mit der Hake einfach drauf einzuprügeln. Ich meine, das verdammte Glas. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Ist ja nicht so, als würde uns das schon ein paar Mal erzählt worden. Da wird keine harte Hake gebraucht. Die ist hart. Einfach drauf einprügeln. Das ist doch eh kein Schwein. Was war das? Sumpfdotterblume. Da wird keine harte Hake gebraucht. In aller Ruhe. Und dann macht der noch nicht mal was. Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ich nehme mir einfach mal eine Knospe mit. Wieder einer. Jo. Überfluteter Weg, überflutetes Gebiet. Notiz, weißt du was? Da unten ist ein Ausgabefach, das ich mir noch angucken könnte. Oh, der Schnürsenk ist ebenfalls eine Sache. Okay, gucken wir uns das Ding an. Der Schnürsenkel sieht noch ganz brauchbar aus. Den nehme ich mit. Wow. Ein Schnürsenkel ist eigentlich verdammt groß für dich. Kannst du den irgendwie da nutzen? Vielleicht kann ich damit die Antenne flitschen lassen und der Krähe damit eins verpassen. Getroffen! Ah, Mist! Das bewegt sich ja nicht! Hoppla! Na, die Antenne braucht doch eh keiner mehr. Mit dem Haken daran lässt sich das Seil wie ein Wurfanker werfen. Lass die Kleine in Ruhe, du Vieh, oder ich verpasse dir eins. Du denkst also, man kann das Ding nach dem werfen. Probieren wir's. Ich will ihr nur eine Lektion erteilen und sie nicht mit meinem Wurfanker filetieren. Oh, come on. Ich guck nochmal ganz kurz, da geht's weiter. Da geht's theoretisch weiter. Ich kann jetzt nicht... Okay, ja. Ist ja gut. Leer.
Es könnte von hier sein, gut. Ich glaube, die ist auch auf ein... Ja, okay. Nicht weiter was zu sagen. Was könnte man jetzt machen? Ist diese Antenne noch ansatzweise interessant für uns? Das will ich herausfinden. Vielleicht kann man die Antenne flitschen lassen, um die Krähe zu verscheuchen. Aber ich komme nicht an die Antenne ran. Was hast du doch gerade eben erst gemacht? Ich probier's noch einfach mal. Da guckst du, was? Mist, die war nicht nah genug dran. Okay, ich muss das Ding also wegbewegen. Ansonsten, ja. Noch so ein Aufkleber. Wie kann ich das Ding dorthin bewegen? Das macht sie bestimmt... Ein Entspannungstee. Wenn ich ihr eine knallgelbe Sumpfdotter-Blumenknospe gebe, die ja auf Entspannungstees drauf ist, wenn ich die dem Ding gebe, dann wird es bestimmt noch wilder. Genau, so ist die Logik. Na, wenn Tauben aus dem Stadtpark darauf anspringen? Anjas Muffins scheinen zumindest auf Federvieh anziehen zu wirken. Okay, das hat er also mitbekommen. Das würde er jetzt nicht mitbekommen. So, jetzt gibt's Saures. Kein Grund, mir zu danken. Ich, Zauberlehrling Jerry Haselnuss, helfe immer gerne, wo ich kann. Ich hab alles gesehen. Du bist ein Held. Ach was. Mein Freund Uli ist auch so wie du. Leider ist er... Naja, hier, nimm das. Was ist das? Werbung. Irgendwie müssen Mäuse wie ich sicher ihren Lebensunterhalt verdienen. Wow! Er hat gesagt, dass ich ein Held bin. Jetzt bringen wir dich besser nach Hause, Ursula. Du darfst sogar in meinem Rucksack reisen. Doch! Sie hat noch eine Krähenfeder in der Hand gehabt. Ob Ursula sie der Krähe ausgerissen hat? Wie hast du das Feder reinbekommen? Ursula? Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh, wer könnte ihr schon lange böse sein? Haha, das Vieh folgt dem Mauszeiger. Das ist natürlich cool. Na, du bringst mir doch nicht meine Sachen durcheinander, oder? Oh, wer könnte dem kleinen Fratsch schon lange böse sein? Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Sie hatte keine Wahl. Okay, damit haben wir den Spaß auch beendet. Noch so ein Tropfen. Ja, Und es ist auch wieder ganz toll, dass diese Maus irgendwie geschafft hat, vom Café rauszukommen, hier an der ganzen Sache vorbeizulaufen und dann hier wieder rauszukommen. Und natürlich wurde mit Werbung belohnt. Vielen Dank. Der virtuose Maxi Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbst bereit, einen, aber nur einen, hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Lass mich raten, das werden wir dann nachher dem Humbert geben. So, wir haben nochmal zwei weitere Wege freigeschalten. Ich hab dich gesehen. Also, lach so viel du willst. Noch einer. Wie gesagt, ich denke, das ist einfach nur ein blödes Collectible, was überhaupt keinen tieferen Sinn gibt. Außer, dass du, hey, wenn du alle hast, kriegst du ein Achievement. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Nur ein hohler Baumstumpf.
Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Ich glaube, du hast eher eine Schraube locker. Okay, hier ist eine Nachricht, aber ich denke, da müssen wir erstmal... Oh, das ist vermutlich... Oder? Wow, what the... Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay, verdächtiger Typ. Die Stimme ist beängstigend. Wir... Okay. Okay, Ich dachte, das Ticket in seiner Hand könnte noch was sein. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Niedlich. Noch eine Statue. Und du kommentierst jede davon. Oh, okay. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg, also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten. Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich dann nicht auf den Weg? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Ich wüsste zwar nicht, warum wir das machen sollten, aber gut. Wir gehen nochmal zurück. Denn da gibt es ja noch einen anderen Weg. Oh, hi. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Bist du Plato? Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Viel Glück. Ich habe keine andere Auswahl. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich.
Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Quack. Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Okay, dann gucken wir mal. Schweres, gut verpacktes Päckchen. An Herrn Kirchenmaus Senior. Ich frag mich, was da drin ist. Kann dir scheißegal sein. Dieses Paket ist an Fräulein Edith Eichhorn adressiert. Als Absender steht hier Superhörnchen Boutique. Ah. Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senior Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. An die liebreizende Stimme von Welle 103.5. Okay, das sollten wir hinkriegen. Interessant, der ist nicht hier. Okay, beginnen wir. Mein Paket! Endlich! Ist das nicht eine super fesche und totschicke Superhörnchen-Handtasche? Da bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Vielen Dank! Hier hast du etwas Trinkgeld. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Aber einen schicken Hut hast du ja schon. Whatever, aber wir bekommen Geld. Nice. Okay, dann können wir theoretisch hingehen und diese Baldrian-Tropfen mitnehmen. Warte, hopp. Ulrichs Schlummertrunk. Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Aber ich hab nur einen. Einen einzigen Laubtaler. Naja. Wunderbar. Und ich gehe mal davon aus, dass das Spiel nicht hingeht. Und einen da irgendwie... An die liebreizende Stimme... Genau. Irgendwie halt, einem man das verbauen könnte. Allzustellung an Herrn Gräber. Ha, das ist mein erster Fanbrief. Sehr geehrter Herr Gräber, ich höre schon seit langem immer Ihre Sendung und... wundervoll rauchige Stimme... intellektuelle Beiträge, Käsekuchen. Hui. Fanbrief? Na, aber was für ein Fan. Als Dank für deine Auslieferung gebe ich dir ein kleines Werbegeschenk. Nimm diesen wundervollen Becher und sage mit Stolz: Ich höre Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Vielen Dank. Wunderbar, und dann bin ich mal so frei und mach gleich den nächsten Schritt. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. So, jetzt haben wir noch zwei Stück. Ursula? Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh, wer könnte ihr schon lange böse sein? Okay, das macht sie also scheinbar immer und immer und immer wieder. Gut zu wissen. Oh, danke. Da habe ich lange drauf gewartet. Mein Sprachlernpaket. Kokospalmeninselnesisch über Nacht auf 30 Kassetten. Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken.
Das ist aber auch ein bisschen falsch ranzugehen, zu denken, dass man jedes Mal was bekommt. Oh. Die beiden Ding-Dongs sind jetzt auch da. Das ist natürlich schön. Aber wir müssen vorher noch hingehen. Post ist da. Danke. Keine Ursache. Huch, wer hat das gesagt? Der Bewohner vielleicht. Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Wie können wir dir helfen? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Ah, Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Ach, sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu in Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke. Das würde uns sehr helfen. Oh, da ist jemand. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, sollen mich doch die Schlangen holen. Donnerbalken und Fliegenmist. Hagel und Schlammpfützen. Der sieht mich ja. Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Ich muss hinterher. Machen wir erst das Erste. Die Fußabdrücke führen in den kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Okay, wir sollen dem jetzt also einfach folgen. Der kleine Mann in Grün, da ist er wieder. Ah, erst bei den Igeln und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei! Ich meine, fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze. Okay, also wir reden nicht über die Spuren. Schöner auch von hier aus. Okay, also einfach hier und weitergehen. Und eine von den Kanonen? Ja. Warum heulst du jetzt schon wieder rum? Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zu... Wenn ich hier stehe und daran denke, da wird einem ganz... Okay, es ist allgemeines Herumgeheule nur. Wo ist der hin? Dann gehen wir mal da hoch. Hier findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ha! Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl. Ich kann hier machen, was ich will. Er ist schon wieder entkommen. Okay, das kann ich mir nicht weiter angucken. Also gehen wir weiter. Donnerbalken und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balk! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Er geht schon wieder hier entlang. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir... Mein Kaffee ist abgekühlt. Oh, interessant.
Also das ist eine Sache, die wir nicht einfach immer so weitermachen dürfen. Wir müssen uns da beeilen. Das heißt, wir müssen das lernen, beim nächsten Mal wieder aufhören, dann bringen wir das zu dem im Café. Die Frage ist nur logischerweise vorher, wie können wir den Kollegen aufhalten? Denn der scheint immer im Kreis zu laufen. Ich gehe davon aus, dass wir den bei dem Stein irgendwie aufhalten und festhalten müssen. Aber das müssen wir vorher vorbereiten, denn das sind immer Cutscenes, wo man halt nichts machen kann und nur zugucken darf. Gut, aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich, hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.